Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuseht. Ja, heute bauen wir mal was Wässriges auf. Ja, Ja. dann würde ich doch mal sagen, Clemmy, hau rein. Genau. Im Hall habt ihr gesehen, wir haben ein paar Schiffe gekauft. Und zwar ist es eins davon. Und zwar von Moltking, norwegisches Rettungsboot mit der MK 100080. 462 Teile und eine UVP von 1999. Und wir wollen wissen, wie schön sich das klemmen lässt. Und deswegen baue ich das jetzt mal eben. Ja, dann mach das doch. Genau. Immer diese Vorträge. Vorträge sollen andere YouTuber halten. Bei uns wird gebaut. Und nicht umgeschaut. Ob das böse war? Nee, ne? Ja, alles gut. Alles gut. So. Es sind zwei Tüten verpackt worden hier. Lauft er. Ja, es sind noch ein paar Tüten drin. Das sind schon die großen Teile. Du willst wirklich keine Schüssel. Nö. Gut. Bei der Riesenanleitung. Da bin ich mal gespannt, wie gut sich die lesen lässt. Aufkleber sind auch mal dabei. Wenn wir aber nicht aufbringen. So. Na komm. Was Moltking ist, sind ja alles Grobkriegssteine, von daher gehe ich mal davon aus, dass die Steinqualität gut ist. Ich sehe auch schon Sachen, die ich vorher so noch nicht gesehen habe. Wie zum Beispiel hier dieses Dach. Der Aufbau. Finde ich gut. Das sind hier von den neuen Slopes, die haben, die man selber zusammenbauen muss, die hat er zusammengelassen. Finde ich auch gut. Die werden aus Einzelteilen zusammengeklemmt. So. Ich stelle mal kurz nach hinten. Und los geht's. Thank you.
So, das norwegische Rettungsschiff ist fertig. Tolle Bautechniken dabei, sieht klasse aus. Hat mich echt überzeugt. Die Anleitung ist zwar klein, aber man kann damit durchaus ohne Probleme bauen. Alles gut sichtbar. Aufkleber bringen wir keine auf, haben wir auch schon gesagt. Das sind hier die Flaggen, ein paar Instrumente innen drin. Und dieses Lifeboat soll hier vorne drauf. Und das auf die Fahne hinten. Sieht nicht gut aus, lassen wir weg. So, zum Schiff selber. Schön in schwarz-gelb gehalten. Die roten Rettungsringe. Hier vorne das Unterteil, das wurde zuerst gebaut. Gab dann eine Ebene und dann wurde oben alles drauf gebaut. Habt ihr eben gerade im Speed gleich gesehen. Die Kabine toll gemacht. Hier oben das Teil finde ich recht gut. Habe ich so noch nicht gesehen. Dachaufbauten prima. Die Gitter als Türen, dass man sie jederzeit öffnen kann. Viele Rettungsringe, so wie es sein soll. Nur viele Ankerpunkte, wo man es einhängen kann. Das Dach auch schön integriert. Innen drin ist ein ganzer Kommandostand. Wirklich gut dargestellt. Ja. Die Steine sind optimal. Die Fliesen kaum verkratzt, die Klemmkraft ist super, Gobrix halt, selbst gebraucht, wunderbar, man sieht es ja, wie sie noch spiegeln. Ich bin begeistert von dem Modell. Hier hinten der Einstieg, auch mal eine Kommandozentrale mit allem möglichen dran und drum. Dann hat man hier die Gitter, die man runterklappen kann, um dann die Rettungsboote rauszuklappen. Ins Wasser zu lassen. Hat auf jeder Seite eins. Einmal hier. Einmal hier. Da habe ich mich am Ende ein bisschen verbaut. Ja, passiert auch mir. Das passiert jedem mal. Ich finde es einfach nur genial. Und der Rumpf und alles hier unten. Total genial gebaut. Kannst du mal die Tür zumachen? Zieht unheimlich. Sorry. Zieht auch, wenn sie zu ist. Die Sachen hier vorne kann man, werden einfach nur drauf gesteckt auf diese Bars hier unten. Es hält, es ist alles prima, da ist nichts lose. Ich freue mich auf die anderen Schiffe. Echt. Preis-Leistungsverhältnis auch gut. Ich kann sagen, was man will. Wenn man jetzt von der UVP an und hergeht. Wir haben sie ja gebraucht gekauft und klasse. Zufrieden mit dem Gebrauchtkauf? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin echt zufrieden. Ja. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr schon gebaut habt, das Schiff oder eins von den anderen Schiffen. Wir werden alle fünf nacheinander bauen. Werden sie am Ende mal zusammenstellen und mal gucken, welches am schönsten ist, was am besten war, was von der Technik her vielleicht am schönsten auch ist. Und ich freue mich schon aufs Kommentare lesen und beantworten. Und ich würde sagen, das war's für heute. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.